Frage. Bei mir sind einfach noch alle Jalousien oben bzw. unten. Also hier muss ich mal hochmachen, deswegen oben. Weil ich einfach sonst abends nicht schlafen kann, weil es noch so hell ist und jetzt ist es schon wieder total hell. Und es einfach 5 Uhr morgens ist. Das ist so krass. Guten Morgen, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen fertig gemacht und ich gehe jetzt raus joggen. Aber ich muss so was sagen, und zwar ich gehe nicht jeden Tag joggen, sondern nur momentan. Aber das sage ich wieder nochmal was, weil ich jetzt gerade keine Zeit habe, sondern ich beeilen muss, weil ich ja um 8 Uhr in die Schule muss. Also ich muss eigentlich um 7.15 Uhr losfahren. Das heißt, ich habe gar nicht so lange Zeit. Genau, deswegen gehe ich jetzt mal raus und sage euch dann wieder Bescheid, warum ich jetzt joggen gehe und so. So, ich war jetzt gerade duschen und mache mich jetzt mal ein bisschen fertig. Ich kann leider nicht so laut reden, weil meine Eltern so im Nebenzimmer sind und ich möchte sie nicht aufwecken, weil sie vielleicht noch schlafen. Ja, deswegen werde ich erst ein bisschen später noch davon erzählen, warum ich jetzt joggen gehe, was ich morgens immer mache, was meine Probleme noch sind, weil ich habe da noch ein bisschen was zu erzählen. Aber das mache ich gerne noch später. Ja, und dann geht es mir runter frühstücken. Ich liebe Frühstück, das ist so das Wichtigste für mich in meiner Morgenroutine. Und wenn ich nicht frühstücke, dann wird es gleich ein schlechter Tag. Okay Leute, ich habe gerade ein kleines, großes Problem, weswegen ich keine anderen Sachen machen kann. Und zwar habe ich gerade meinen Taschenrechner verloren, beziehungsweise ich finde ihn einfach nicht mehr. Und er kann halt nur irgendwo in meinem Zimmer sein, weil ich gehe nicht mit meinem Taschenrechner irgendwo anders hin. Und das Problem ist halt, dass ich nämlich übermorgen meine Mathe-MSA-Prüfung schreibe, also eine Prüfung habe. Und wenn ich meinen Taschenrechner da nicht habe, wäre es richtig, richtig scheiße. Das geht eigentlich gar nicht, deswegen muss ich den jetzt irgendwo finden. Und ich habe gerade mein ganzes Zimmer durchsucht und hier ist nichts. Ich finde ihn nirgendwo. Ich finde nirgendwo meinen Taschenrechner. Leute, kennt ihr immer diese Witze, dass irgendwie die Mütter alles finden? Es ist wirklich so. Hier ist mein Taschenrechner. Ich habe gerade mein ganzes Zimmer komplett auf den Kopf gestellt, wie man hier vielleicht sehen kann. Und habe überall geguckt und er war nicht da. Auch nicht in meiner Schultasche. Meine Mutter kommt gerade in mein Zimmer rein und sie findet ihn sofort in meiner Schultasche. Wie kann das sein? Er war nicht da. Er war vorher nicht da. Auf jeden Fall ist es jetzt 6 Uhr. Mittlerweile 6 Uhr 7. Und ich habe so ungefähr eine Stunde Zeit, bevor ich los muss. Und würde jetzt eigentlich gerne noch auf ein paar E-Mails antworten, die ich noch beantworten muss. Dann erstmal das Chaos hier beseitigen, mache ich nicht zuerst. Und dann, eigentlich hatte ich vor, noch Mathe zu lernen, weil ich hier am Freitag meine Matheprüfung schreibe. Habe ich euch ja gerade schon erzählt. Das Problem ist halt nur, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe morgens. Also gestern und vorgestern hatte ich noch Homeschooling und war zu Hause. Deswegen konnte ich gestern und vorgestern morgens noch Mathe lernen. Weil ich mir jetzt eigentlich vorgenommen habe, jeden Tag eine Stunde zu lernen dafür. Ich habe einfach für Deutsch und Englisch nichts gelernt. Und übrigens, ich habe in meiner englisch-mündlichen Prüfung eine 1 bekommen. Da haben wir schon die Ergebnisse bekommen, für die anderen Prüfungen noch nicht. Ich habe mich sehr gefreut. Und deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich jeden Morgen Mathe lerne, also auch diesen Morgen. Problem, ich habe einfach zu wenig Zeit dafür. Aber ich habe heute noch 2 Mathe-Stunden in der Schule, deswegen sollte es eigentlich ganz okay sein. Und widme mich jetzt erstmal den anderen Aufgaben. Weil ich halt, wie gesagt, in der Schule auch schon 2 Stunden Mathe habe. Und ich glaube, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich heute Morgen, also jetzt mal nichts mache. Also deswegen plane ich jetzt nur die E-Mails zu beantworten, dann Vokabeln zu lernen, also Koreanisch und Spanisch.
Und ich glaube, wenn ich jetzt hier alles aufgeräumt habe und so, habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, noch irgendwas zu machen, weil ich muss dann noch Zähne putzen gehen. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht, weil ich meine Eltern nicht wecken wollte. Aber meine Mutter ist sowieso schon wach, weil ich sie gerade geweckt habe wegen meines Taschenrechners. Und jetzt mal ganz kurz wegen des Joggens, weil ich dazu noch was sagen wollte. Und zwar ist es nämlich so, dass es, ja, ich würde sagen, zwei Gründe gibt, warum ich jetzt morgens joggen gehe. Ich mache das, wie gesagt, nicht jeden Tag. Nur diese Woche mache ich das jeden Tag. Aus dem ersten Grund, dass wir in der Schule bald diesen Cooper-Test laufen müssen. Vielleicht kennt ihr das. Das heißt einfach, dass wir irgendwie 15 Minuten joggen müssen. Und dann gucken unsere Lehrer, wie schnell, also wie viel wir gelaufen sind. Und dann werden wir halt danach bewertet. Und da ich eine nicht so sportliche Person bin, möchte ich das ein bisschen trainieren. Denn zweitens, ich habe halt in diesem ganzen, in der Lockdown-Phase und so jetzt die letzten Monate fast gar keinen Sport gemacht einfach. Und ich muss mich einfach bewegen. nicht nur wegen Sport, also nicht nur wegen des Sportfachs in der Schule, sondern auch für mich natürlich. Und des Weiteren muss ich sagen, dass mir früh aufstehen überhaupt nicht schwerfällt. Was mir schwerfällt, ist früh schlafen gehen. Ich weiß nicht warum. Ich nehme mir immer vom 21 Uhr zu schlafen. Meistens wird es dann sowieso 21.30 Uhr oder 22 Uhr oder so. Ja, das habe ich. Das muss ich noch ein bisschen üben. Ja. Ich muss jetzt zuerst dieses Chaos aufräumen. Oh mein Gott. Also jetzt ist es 7.23 Uhr. Ich muss eigentlich immer so spätestens um 30 los. Deswegen muss ich mich jetzt auch ein bisschen beeilen. Und ich glaube, ich nehme heute sogar nicht meine Jacke mit, weil es so warm ist draußen. Also ich war heute Morgen ganz schön mit T-Shirt draußen. Da ging es ja auch schon. Ich habe jetzt leider heute Morgen gar nicht so viel geschafft wie die letzten Tage. Was daran liegt, dass ich heute halt in die Schule muss. Und deswegen habe ich nicht so viel Zeit wie zum Beispiel gestern und vorgestern, wo ich Homeschooling hatte. Trotzdem dachte ich mir, dass es vielleicht cool ist, mal den Morgen so mitzufilmen. Und ich nehme mir auch auf jeden Fall vor, dass wenn ich wieder produktivere Tage habe, wo ich morgens vielleicht ein bisschen mehr mache, auch wieder mitvlogge. Deswegen sagt mir gerne Bescheid, ob euch das interessiert. Und muss ich ja, wie gesagt, in die Schule gehen. Wünsche euch aber noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen auf meinem Kanal, wo es regelmäßig auch so Vlogs gibt, aber auch natürlich Tipps und Tricks für ein schönes Leben. Das ist ein schönes Outro. Okay, habt noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wünscht mir bitte Glück bei meiner Matheprüfung am Freitag, also wahrscheinlich morgen, wenn ihr das seht. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon bald am Sonntag wieder. Tschüss!